3, 2, 1, Risiko. Yeah, willkommen zurück, Leute. Und wir schwingen uns jetzt mal mit vollem Elan hier in den Kampf gegen Flavia, die Arenaleiterin von Bad Lavastadt. Ja, es ist unser dritter Orden bis jetzt, weil ich ja den zweiten übersprungen habe. Aber ich habe auch schon eine Idee, mit was ich den zweiten Orden dann hole. Das bleibt aber bis jetzt noch top secret, weil ihr das alles später noch erfahren werdet. Erstmal killen wir jetzt dieses Kamaup hier mit Intensität. Jawohl, es ist down. So, es war weiblich, okay. Das ist gut, weil die hat einen... Soweit ich weiß, hat sie einen Quirtle, was Anziehung kann. Das heißt, gegen Vulcano bringt das mal rein überhaupt nichts. So, wow, Intensität 9. Okay. Und ja, okay, Schneckmax natürlich down. Und ich glaube, sie hat jetzt noch einen Schneckmack, wenn sich da nichts geändert hat. Oh, wow! Holy shit, sie hat einen Kamerupt. Sie hat einen Kamerupt auf Level 26, was total sinnlos eigentlich ist. Oder eher gesagt unlogisch, da sich Kamaup erst auf einem Level mit, ich glaube, auf 33 entwickelt. Okay. Das lasse ich jetzt mal durchgehen, weil du eine Arenaleiterin bist. Das zeigt, dass du mehr Skills hast als ich, aber nun gut. So, Intensität 6 sollte ihm noch den letzten Rest geben. Jawohl. Ja, warum es jetzt eigentlich nur Sonntag gemacht hat, anstatt irgendwie Intensität, verstehe ich auch nicht. Okay, letztes Pokémon, Quirtle. Oh, ich glaube, ich weiß, warum sie Sonntag gemacht hat. Weil Quirtle Hitzekoller kann. Und soweit ich weiß, ist das ziemlich hart bei Quirtle. Nein, nur Intensität 4. Das hat ja mal überhaupt nichts gemacht. Oh wow, scheiße, Quirtle kann Body Slam. Das ist gar nicht gut. Body Slam ist gleich Para-Hack, das gefällt mir nicht. Komm schon. Ja, okay, Intensität 7. Wir arbeiten uns langsam aber sicher hoch. Das macht trotzdem nicht gerade viel mehr. Bitte überleb, bitte überleb, bitte überleb. Okay. Hey, jetzt haben wir eine Chance, unser komisches Kraut zu testen. Woo! Genital, genital, genital. Ja, ich sag genital statt genial, weil es einfach lustiger ist. So, oh, ich sehe gerade, ich habe eine neue YouTube-E-Mail bekommen. Alles klar, gucke ich dann später mal, wer mich da genervt hat. Und, ja, okay, doch, es wird komplett aufgefüllt. Nice. Okay, für einen Preis von 2800 Poké-Dollar, das geht eigentlich. Wenn die Pokémon da wirklich komplett wieder aufgefüllt werden. Also, wenn ein Pokémon da komplett wieder geheilt wird, ja, das ist halt, das ist cool, das gefällt mir. Intensität kommt schon 10. Nur 7, verdammt. Seit ich weiß, hat Quirtle eine Zitrusbeere. Heilt sich jetzt selber. Nein, hat es nicht. Okay, 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 cool, cool. Safe Stat setzen. Komm schon, und 7, killt es es? Killt es es? Komm schon, und sag es mir. Los, töte es, und ja! Woo! Vulcano, du bist einfach ultra. Und erreichst Level 30, das hast du dir sowas von verdient. So, dritter Orden wäre damit auch gemacht. Perfekt. Ja, 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 danke, dass du mich gelehrt hast. Dass du mich das gelehrt hast, was weiß ich, ist mir auch egal. So. Hitzeorden von Flavia erhalten. Yes! Yeah! Für die Schlauen unter euch, die wissen jetzt schon, dass Flavias Orden heißt, dass wir noch ein paar Teammitglieder fangen werden. Und wow, Hitzekoller. Das bringen wir natürlich unserem Kamau bei. Ich meine, wem sonst? Und können wir da... Ja, wir können einfach drüber springen. Okay. So, und jetzt zu unserer Überraschung. Huch, da ist ja die Maike. TK, wir haben uns lange nicht gesehen. Oh, als ich die heißen Quellen aufgesucht habe, habe ich einen Orden der Arena von Bad Lavastadt erhalten. Du hast anscheinend viele Pokémon gefangen. Ich meine, du hast ja schon einige Pokémon aufgezogen. Ich denke, das hier wirst du gut gebrauchen können. Und wir bekommen das motherfucking geil shit Arschloch Wüstenglas. Yes! Was uns ermöglicht, in die Wüste zu gehen. Und zwar kriegen wir in der Wüste ein paar unserer Teammitglieder. Naja, okay, fast gesagt, das komplette restliche Team. Aber ich sag jetzt nicht noch mehr dazu. Wir heilen jetzt erstmal unsere Pokémon hier. Und
Ich muss gerade noch mal auf meine Liste schauen, weil ich habe mein komplettes Team nicht mehr ganz im Kopf. Wartet, wir haben jetzt zwei. Wir haben jetzt, Moment. Wir haben jetzt Volcano und Muddy Buddy. Da kommt der hin, da kommt der hin. Kommt der hin und ich bin gerade leicht durcheinander. Okay, ich muss meine Liste nachher nochmal rauskramen. Gegen dich habe ich jetzt keinen Bock zu kämpfen. Da habe ich echt keinen Turn drauf. Ah, okay, komm her. Du darfst nochmal kämpfen. Du darfst nochmal untergehen jetzt. Zur Feier des Tages, weil wir den dritten Orden erhalten haben. Ein Camper mit einem Mlanas. Ist kein Problem, ist für Volcano. Und Glutattacke stirb. Ach verdammt, ich wollte Volcano ja noch direkt Hitzekoller beibringen. Das tue ich jetzt auch noch direkt nach diesem Kampf. So, ein bisschen Geld haben wir auch noch gewonnen. Sehr schön. Nein, nicht Pokémon. Beutel. So. TMs. Oh, wir haben schon gut ein paar TMs gesammelt. So, Hitzekoller. Volcano. Jupp. Und ich lass Heuler vergessen, weil ich weiß nicht, Glut. Boah. Sorry. Glut könnte noch ein bisschen hilfreich sein, wenn ich jetzt meine nächsten Teammitglieder hole. Ich weiß ja nicht genau. Ja, ich muss noch mal kurz checken, wie viele Pokébälle wir haben. Okay, das sind nicht viele. Also heißt noch mal zurück zum Shoppen. Hätte ich eigentlich vorhin dran denken müssen, ich Vollidiot. Aber nun gut. Zertrümmerer einsetzen, jawohl. Ah, genau, dann weiß ich, was wir noch machen. Bevor wir jetzt den Rest des Teams holen. Habe ich die besiegt? Ja, habe ich besiegt, alles klar. Ja, Supermarkt, auf geht's. Shopping-Tour in Malvenfro City. Ja, kaufen. Pokébälle können wir natürlich 999 schon wieder kaufen. Ich kaufe jetzt aber nur 30. Das langt. Und boah, wir haben jetzt 6000 bezahlt für 30 Pokébälle. Das ist sehr impressive, muss ich sagen. Ja, noch so ein paar 6 Supertränke, komm, was soll's. Den Rest haben wir noch genug, haben wir ja kaum eingesetzt. So. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, wo müssen wir lang, wo müssen wir lang, wo müssen wir lang? Wir müssen natürlich nach oben wieder. So, aber diesmal fahre ich mit dem Fahrrad, damit es nicht so lange dauert. Verpiss dich, du Scheißfelsen. So, wenn wir jetzt hier nicht da dagegen knallen würden, gegen irgendwas. Oh, ihr steht aber auch echt repräsentativ hier rum. So. Feuriger Pfad. Beutel. Superschutz, damit uns hier nichts auf den Sack geht. Wir können jetzt endlich Stärke einsetzen. Prima. Das heißt, wir bekommen eine neue gute TM. Die uns vielleicht irgendwann mal den Arsch retten kann. Den dahin und den dahin. Ich steig mal lieber vom Fahrrad ab. So, den hier davor. Dann haben wir hier oben Toxin. Genau, da ist die TM ja schon. Perfekt. Hol ich mir jetzt noch den Feuerstein. Ja, schon noch den Feuerstein, der unten ist. Sofern der auch wirklich noch da unten ist. Ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung. So, den schieben wir dahin, dann schieben wir den dorthin. Ist da was in dem Stein? Ist es nicht. So, dann schieben wir den dorthin und verschieben bloß nicht diesen Stein da. Und ja, wie gesagt, Feuerstein. Und holy shit, ich habe schon wieder eine YouTube-E-Mail bekommen. Und einfach mal just for fun checken. Okay, ist nichts an den Steinen dran. So, die schieben wir wieder hoch. Die schieben wir auch hoch. Und die schieben wir da in diese kleine Spalte. Ist da was an den Steinen? Ja, man muss wirklich immer wieder mal gucken, ob man auch, ob da auch wirklich nichts in den Spalten drin ist. Ja, perfekt. Guck mal hier, wir stehen vom Ausgang und der Schutz hört auf zu wirken. Okay, gegen die haben wir jetzt schon gekämpft, kein Problem. So, und jetzt können wir auch von hier oben in die Wüste. Und ja, ich würde erstmal sagen, wir fetzen mal mit dem Eilrad hier hoch. Was war hier nochmal? Ah, genau, da war dieser Trainer hier. Und oh, wir sind nicht schnell genug. Verdammt. Shit, ey. Vielleicht könnte es jetzt sogar noch ein bisschen zu lange dauern.
Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Zeit noch rausfinden, weil ich die Pokémon im nächsten Part erst fangen will. Okay, der hat ein Macholo. Perfektes Testobjekt für unsere neue TM. Und zwar für Hitzekoller. Und ich, Idiot, mache Glut. Okay, es stirbt nicht an Glut. Und oh, wow, es macht Geowurf. Geowurf, naja, okay, geht. Ja, ich verschwende jetzt Hitzekoller nicht. Das reicht ja auch so. So, Schwarzgurt Kenji besiegt. Bitte gib uns nicht noch deine Nummer, das kostet zu viel Zeit. Jawohl, Dankeschön. Ich stelle mich jetzt schon mal hier in die Wüste und im nächsten Part geht's los mit den Team-Members fangen. Also bis gleich.